Moinsen, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe ein kleines Mystery-Paket gekriegt. Ein kleines ist gut. Von dem lieben Insano. Danke dir. Das sind 5 Kilo. Ja. Aber erstmal alles unkenntlich machen. Ja. Junge, was hast du mir da alles eingepackt? Ne? Erstmal ein großes Dankeschön an dich. Du wirst natürlich, verlinke ich dich unten. Das ist ja wohl mal klar. Und dann mache ich das Paket jetzt wirklich mal auf. Ne? Ich habe hier Werkzeug, habe ich dabei. Ne? Einmal schön so machen. Nein, werde ich natürlich nicht. Also, Peter ist heute mal wieder unprofessionell. Jo. Wo geht er denn auf? Wo geht er auf? Hier müssen wir bestimmt noch einmal einschneiden. Zack. Hier auch. Hier. Und hier. Und dann habe ich es, glaube ich, oder? Oder hattest du das auch noch anders verpackt? Oh Gott. Ihr nehmt immer ganz, ganz gute Kartons, Leute. Ah, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Das muss hier auch noch. Ja, man sieht, ich habe schon länger nichts mehr ausgepackt. Man da schon was erkennen. Erstmal Knallfolie und einen netten Brief. Den lese ich jetzt mal vor. Also ich lese dir dann mal vor. Hallo lieber Pat. Ich wollte dir auch mal ein Mystery-Paket zukommen lassen. Deine Videos gerne schaust du auch eine große Filmsammlung. Wie auch viele schöne Mediabooks wie du weiß sammle ich auch gerne Mediabooks, ja, aber kaum eher nur welche richtig. Ich schweife ab. Ich hoffe, du kannst mit meinen Filmen was anfangen, vielleicht auch einen oder anderen Film schon. Du darfst die weitergeben. Ja, ich darf das weitergeben. Das ist gut, wenn ich denn da was doppelt habe. Ich hoffe, wir bleiben weiterhin Kumpels. Natürlich bleiben wir weiterhin Kumpels. Ne? Ich schaue dich auch gerne in Zeno. Ne? Das ist auf jeden Fall, bleiben wir Kumpels. Auf YouTube, vorne, Facebook wünsche ich Christian. Ja. Das ist schön. Das hast du schön geschrieben. Ja, mal was Handgeschriebenes. Ich finde das geil, ne? Und ja, den Film, der mich anlacht. Ja, den habe ich leider schon in der, auch in dieser Edition. Ja, werde ich mal gucken. Ne? Ich sage jetzt nicht, kommen wir in die Tauschkiste, ne? Ich finde, das hört sich immer doof an. Auch diesen habe ich, in meiner Sammlung. Genau in der gleichen Spio JK. Ne? Auch Granatenfilm, der blutige Pfad Gottes. Auf jeden Fall. Wer den noch nicht kennt, der Granatenfilm, wirklich. Dann schaut uns hier was an. Ein Steelbook von Rambo Last Blood. Das Ding wird jetzt nochmal schnell ausgepackt. Ne? Ah, große Preisfrage. Oh, es ist nicht angeklebt. Ne.
Hey, das sieht aber geil aus hier, ne? Das sieht geil aus. Guckt euch das mal an. Auch diesen leichten Glanz, diese leichte Glanzoptik. Oh, ich sehe das hier schon. Oh, ist das geil. Das Innenartwork, das ist ja mal sowas von geil. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist echt ein geiles Steelbook. Der Film ist natürlich auch granatenmäßig, ne? Ich hatte mich immer so geweigert, das Mediabook zu kaufen, weil ich mag keine kleinen Mediabooks. Ja. Geil. Auf jeden Fall muss das Ding gleich irgendwo in die Schutzhülle. Ansonsten ist das ja. Am besten hier wieder rein, so wie sich das gehört. Luki, Luki, genau. Geil, geil. Auf jeden Fall. Gefällt mir. Dann, oh, ein Mediabook von Van Damme in Hell. Ist das die ungeschnittene? Ja. Kenne ich noch nicht. Limitiert auf 500 Stück, Nummer 289. Uncut steht auch drauf, ist ab 18. Gut. 1, 1, 2, 3, 4. Nur 4 Seiten. Ja. Hier haben wir dann auch noch schöne Bildchen drin. Machen wir dann mal so. Machen wir dann mal so und dann zeigen wir das dann mal ganz komplett hier, ne? So. Und so sieht das Ganze aus. Schön, schön. Werde ich mir wohl mal heute Abend angucken. Und dann auf jeden Fall ein schickes Mediabook. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das kommt hier mit drauf. Habe ich schon auf der Blu-ray, obwohl meine Blu-ray retuschiert worden ist. Also es gibt ja auch noch eine unretuschierte Version. Da sieht man ja diese blutbeschmierte Frau mit den blutigen Brüsten. Ist bei mir auf der Blu-ray retuschiert. Das heißt, das Blut wurde auf der Frontscheibe mehr gemacht, ne? So dass man es nicht sehen konnte. Aber ich finde das nicht schlimm. Die DVD hatte ich auch mal gehabt. Ja. Geiler Film, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück. Ja. Eines der besten Remakes, muss ich mal sagen. Da war der Remake-Hype ganz besonders groß. Ja, Zombies im Kaufhaus. Das Remake. Dann. Den habe ich auch schon. In einer anderen Coverform. Hier natürlich auch die Spio JK. Sehr geil. Obwohl, ich muss dann hier mal gucken, ob hier das Bild vielleicht ein bisschen besser ist. Die Veröffentlichung. Ja, auch ein Granatenfilm hier. Ich sage jetzt mal, Teenie-Gefangene im Gefängnis mit Straftätern, da ist sogar auch noch eine Glatze dabei und ja, ganz, ganz mies. Ja. Die Effekte in dem Film sind aber mega gut. Ja, böser Thriller, will ich erstmal sagen, ne? Horror-Thriller. Thousand Tears, den habe ich genau in der. Oh, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Von der Dragon. Ich weiß gar nicht, ob ich die gleiche Disc habe. Muss ich nachher nochmal nachgucken. Pedi kriegt das hier nicht rein. Ja, ist auf jeden Fall die ungeschnittene Version. Ne? Ja. Sehr schön. Dann haben wir. Oh, Junge, noch. Oh Junge, was hast du mir hier? Ey, Alter, Junge, Van Damme versus Van Damme Replicant.
Noch ein Mediabook. Schön. Seht ihr das? Das hat diesen schönen Schimmer, diese schöne Schimmeroptik hat das, ne? Ist jetzt auf der Kamera echt ein bisschen schwer einzufangen. Auch ein Film mit Van Damme, den ich noch nicht kenne. Kennt. Werde ich auf jeden Fall reinschauen. Und hier. Du bist doch Junge. Im Lenticular-Cover. Unter Kannibalen. Zombies unter Kannibalen. Zombie-Holocaust. Junge, bist du wahnsinnig? Das ist doch voll geil, das Ding. Weiß es nicht. Kann man diesen Lenti-Effekt, kann man den sehen? Ja, auf jeden Fall. Von XT Video. Oha. Also das Ding bekommt bei mir einen Ehrenplatz, denn kommt die andere DVD weg. Die andere von Dragon, die Erstauflage, weil das Ding, das sieht so totschick aus. Ich mag Lenticular-Cover. Echt. 81 Minute. Hier nochmal schnell reingehalten. Jupp. und dann haben wir hier. Oh! Hier im Glascase, sag ich jetzt mal so, in dieser Glasbox. Blade 1 in der Indexfassung. Ja, schön. Habe ich zwar auch schon auf Blu-ray, aber ich glaube, die werde ich auch aus nostalgischen Gründen, werde ich die in meiner Sammlung lassen. Also auf jeden Fall. Ich hatte das Ding auch mal gehabt, lange, lange her, in der Deluxe Widescreen Edition. Sehr geil. Sehr geil. Blade, Blade, Blade. Dann haben wir hier noch Klaus Kinski. Fritz Karrator mit. Okay. Ein Klaus Kinski-Film von Arthouse. Oh, Junge, Junge, Junge. Klausi, du olle Schreihals, du. Du würdest die Leute immer noch anschreien, wenn du im Grab wärst, ey. Danke dir. Dann haben wir hier Captain Marvel. Blu-ray hier mit kleine Collectors-Karten dabei. Ja. Pitty müsste vielleicht mal richtig rumhalten. Oh, hier sind auch noch schöne Figuren. Ah, guck mal an. Sehr, sehr schön. Ja, genau, fest drauf gedruckt, ne, das 12er. Ja, genau. Kommt von. Bestimmt von Warner Brothers, oder? Ne, Marvel Studios, ne? Ach, ich finde das immer ärgerlich hier, ne? Mach doch bitte mal ein Wendecover. Kann ich noch nicht. Chained. Ein Film mit. Ja. Kenne ich, geiler Film, hatte ich mal auf DVD. Ja. Aber dieses Ding, das sieht tausendmal schöner aus. Ja, kleine Gebrauchsspuren, aber das macht nichts. Das macht nichts. Oh, vor allem der Film ist richtig böse. Ja. Wer den gesehen hat, der wird sich meine Meinung bestimmt auch drüber. Der wird das auch so sagen. Also hervorragender Film. Wirklich. Chained. Schön, schön. Bis jetzt richtig geile Sachen dabei. Dann haben wir hier wie ausgewechselt mit Ryan Reynolds und Jason Bateman. Ist das eine Komödie? Ich glaube ja.
Sogar mit Wendecover. Ne? Also, hier. Könnt ihr einmal sehen. Ja. Scheint eine Komödie zu sein. Das neue Werk von Hangover. Ach so. Schön, was Lustiges ist immer gut. Habe ich schon, aber Janolli ist gerade erst gekauft, das Ding. Oh. Fandest du, glaube ich, nicht ganz so gut, ne? Den Film. Oh. Oha. Ja. Wax Walk, den kenne ich noch nicht. Der soll ziemlich gut sein. Ist das der erste? Ja, ne? Wax Walk. Ich habe den zweiten immer mal gehabt, nicht gehabt, aber immer gesehen bei DVD-Börsen, also das heißt DVD-Flohmärkte, wo ich dennoch mal einen DVD- und Blu-ray-Lieferanten hatte. Der hatte da immer so viel Zeugs, das glaubst du nicht. Der hatte Hardboxen von Tanz der Teufel und. Puh, ja, und zu damaliger Zeit gab es auch noch eine Büste ein Zombie hing am Glockenseil. Die hätte ich gerne gekauft. War alles noch Original, OVP. Aber er hätte dafür wahrscheinlich einen heftigen Preis für genommen. Hier den Film Wax Walk kenne ich nicht. Sieht auf jeden Fall geil aus. Schön. Jiminy Man. Yo. Kann ich upgraden auf Blu-ray jetzt? Ne? Dann kommt die andere DVD raus. Ja. Ne. Nicht der beste Film mit Will Smith. Ne? Also, an dem Film wurde sehr, sehr lange gearbeitet und das merkt man dem Film auch echt. Also. Merkt man den Film schon. Also, die Doppelrolle von Will Smith, ja, also in 3D war der Film im Kino geil. Also geile 3D-Effekte, vor allem, wenn er sich auf der Straße mit ihm boxt und mit den Motorrädern und wie er da auf ihn schießt und in den 3D-Effekten ist das mega. Also die 3D-Umsetzung von dem Film ist klasse. Ja. Jiminy Man. Gut, kann ich weiterempfehlen. Dann haben wir hier noch Blade Runner 2049. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Auch hier sehr lobenswert, ne? Du knickst die Karten hier nicht. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Das werde ich dann nachher auch nochmal wieder draufkleben. Oh, hier ist noch. Den darf ich nicht in die Kamera halten, ansonsten ist der Code weg. Ja. Ich halte das. Ich nehme das jetzt nochmal alles raus. Ja, das nochmal alles. Leute, sagt mir mal bitte, wie man hier rankommen soll. Mit dieser Verpackung hier. Ja, aber es geht. Es geht. Aber da ist gar kein Hintergrund hinter, ne? Ich glaube, man kann es erkennen. Ne? Wie kommt da rein? Also der erste Teil ist ganz gut. Ne? An dem ersten Teil habe ich auch nichts dran auszusetzen. Der zweite Teil wird sich jetzt auch irgendwann mal angeguckt. Ne? Oh, ich finde das auch hier. Ne? Harrison Ford hier hinten drauf. Das ist aber ein schönes Bild. Das ist aber ein schönes Bild. Aber dann hätte ich gerne das Bild gehabt anstatt dieses hier. Sehr, sehr geil. Aber du siehst, ich bin hier echt sprachlos. Ja. Was haben wir denn hier? Ach so, ja, das war die. Ja. Leonardo DiCaprio Kick Dalton. Brad Pitt, ist das? Ist das? Ach ja, das war der hier, ne? Der von Quentin Tarantino, genau.
Den kenne ich tatsächlich noch nicht. Ich habe da zwar schon ein paar Reviews schon von gesehen, von Leuten, die sich den Film angeschaut haben, aber ich habe da selbst noch keinen Blick riskiert. Ich glaube, das war der Slane McRoss, der den Film vorgestellt hat. Genau. Machen wir mal wieder so. Und so. Und so. Ne? Dann haben wir hier Batman vs. Superman Dawn of Justice. Den Film fand ich scheiße. Den Film fand ich echt kacke. Ich bin ja großer Batman-Fan, ne? Und Superman-Fan, aber was die in dem Film hier vorgehabt haben, ey, nein. Vielleicht werde ich ihn mir nochmal wieder angucken, aber der hat mir nicht gefallen. Dawn of Justice, nee. Echt nicht. Trotzdem, Dankeschön. Dann haben wir hier, oh, ui, ein Steelbook. Cyborg von NSM Records. Ja, ich muss mir den nochmal wieder angucken. Hier auch der schöne Lenti-Effekt hier wieder, ne? Das ist, ne? Herrlich. Ne? Der schöne Lenti-Effekt. Hier die ungeschnittene 18er-Version, ja, das ist sehr schön. Damals mit Spio, jetzt mit 18. 86 Minuten. Siehst du, das Innenmotiv hätte man mal lieber außen nehmen sollen, wa? Sehr schön. Kommt gleich auch wieder in die Schutzfolie. Sehr geil. Oh, Hardcore. Geil. Auch nur einmal gesehen. Hier im schicken Steelbook von Caplight. Schauen wir uns das mal ganz das Ganze an. Oha, hier sind schon kleine Dellen. Das macht aber nichts. Ja. Das ist hier schlecht einzufangen, ne, weil das so am Glänzen ist. Hier haben wir dann tatsächlich denn noch so ein kleines Booklet hier. Ne, mit diversen Filmen. Und den Innendruck. Hier ist die Disc schlicht schwarz. Lichtverhältnisse. Ja. Ich nehme jetzt diesmal über meine andere App auf, über den, wie heißt das Programm jetzt noch? Auf jeden Fall, da kann ich dieses Hell und Dunkel kann ich ausschalten. Das ist ganz gut. Dass es sozusagen eingerastet ist und dass das Bild nicht mehr so flackert, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer und ich werde über diese App jetzt meine Videos weiterhin führen, weil das andere mit der normalen Kamera bringt es einfach nicht. Stimmt, das hatten wir schon. Und ja, The Fast and the Furious neues Modell Originalteile. Sehr geil. Ja. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank. Das ist echt mega. Also da hast du mir echt eine mega Freude mitgemacht. Auf jeden Fall Zombies unter Kannibalen und Cyborg.
Und die ganzen schicken Mediabox, Junge, du bist wahnsinnig. Vielen Dank, ne? Ist echt geil von dir. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ja, 25 Minuten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ja, du siehst, ich bin mega geflasht gerade. Ich weiß gar nicht, was ich da drauf sagen soll. Paket ist vor gut 3 Stunden. Ich bin jetzt gerade mal 1 Stunde zu Hause. Ja, Pitt, da ist ein Paket für dich gekommen. Ja, cool. Geil. Freue ich mich drüber. Und jetzt über den Inhalt. Geil. Du bist einfach der Beste. Also, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.